So, 23:06 Uhr schon wieder. Krass, wie die Zeit einfach vergeht. Schon krass. Naja, gut. Ich glaube, bis 0:10 Uhr werde ich noch machen und dann mache ich wirklich eine Aufnahmepause. Das muss dann auch reichen. Das muss einfach reichen. Das ist dann auch wirklich genug. Denn habe ich heute wirklich fast sieben. Ja, doch, 7 Stunden aufgenommen. Krass. Habe ich dann, theoretisch. Ja, müsste hinkommen. Das ist schon einfach sehr viel. Das muss man ja sagen. Boah, und jetzt ist es gerade so dunkel hier. Aber sind ja auch die Düstermarschen. Und bald komme ich nach 1000 Nadeln. Juhu, der Grand Canyon von WoW. Ich mag ja Grand Canyons. Habe ich auch in Minecraft. Ich bin ja gerade in Minecraft, während ich das hier aufnehme, bin ich ja gerade in einem Canyon. Da freue ich mich so drüber. Echt, das ist richtig schön. Die Canyons in Minecraft, das ist echt. Also da kann ich nicht meckern. So. Banner aufstellen. Mal sehen, was mich jetzt erwartet. Der haut jetzt ab, okay. Na, was kommt jetzt? Glutschwinge schreit. Schwächliche, Sterbliche und Nyxia gibt sich nicht mit solch Gewürm wie euch ab. Ich bin außer Reichweite. Eure lächerliche Herausforderung wurde zur Kenntnis genommen. Es wird mir viel Freude bereiten, mit euch zu spielen, bevor ich euch einem langsamen Tod überantworte. Die sprechen doch nicht so, die Drachen, oder doch? Keine Ahnung. Anscheinend ja schon. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Sieht aber auch aus wie Onyxia, bloß ein bisschen kleiner halt. Ne? Aber die Drachen haben auch irgendwie alle, na nicht alle das gleiche Modell, aber es gibt halt doch recht wenige Drachenmodelle für die Anzahl an Drachen, die es gibt. Ist auch ein bisschen schade. Naja, gut. Vor allem diese Flugreittiere, die haben alle nur eine andere Farbe und alle das gleiche Modell. Naja, meistens halt. Also nicht alle, aber viele Flugdrachen aus Wrath of the Lich King zum Beispiel haben alle das gleiche Modell irgendwie und haben nur andere Farben dann. Toll. Lohnt sich voll. Sich dann ein andersfarbiges Reittier zu kaufen, das ist dann total lohnenswert für viele tausend Euro oder so. Euro, Quatsch, Gold natürlich. Oh Mann, wie komme ich auf Euro? Ja. Jetzt neuen WoW mit Euro bezahlen. Nee, weiß ich nicht. Hier, Shop gibt's ja jetzt schon. Kannst du kaufen. Hier, Reittiere. Da. Herz der Aspekte für nur 10 Euro. Wenn dir langweilig ist. Oder so einen verzauberten Feendrache. Wobei die ja andere Modelle haben. Geflügelter Wächter, was soll man denn damit? Brauch ihn nicht. Da, Wächter mit. So, blöder Shop. So, wer denkt sich das denn aus? Einen Shop in WoW zu integrieren. Also wirklich. Brock wird seine Rache üben können. Brock hört euch zu, als ihr von den Erlebnissen am Eingang zu Onyxias Hort berichtet. Brock weiß Onyxia tot. Brock weiß Onyxias Brut noch da. Brock lässt die Steinbrecher niemals vergessen. Brock ist dankbar für eure Hilfe, Korak, und wird nie vergessen, was ihr für ihn getan habt. Brock wird nicht ruhen, bis er die Steinbrecher wieder in ihre Heimat gebracht hat. Was bekomme ich denn hier? Oh, Platten. Oh, das ist gut. Das nehme ich mal. Yeah, ich habe gleich alles fertig hier. Ich muss nur noch Ruhestein benutzen und ich wollte die Hände ausrüsten. Wo sind sie denn gelandet? Die Handschuhe? Da. Kann ich natürlich jetzt nicht, während ich den Ruhestein benutze. Warte. Jetzt aber gleich. Jetzt kann ich es ausrüsten. So. Huch, da war ein Grafikfehler. Ah, nee. Das ist dieses Leuchtedings da. Okay. Verstehe. Gut. Grog. Das Walten der Gerechtigkeit. Grog hört sich euren Bericht an. Ich bin beeindruckt, Gorak. Ich hatte vermutet, dass die verbrecherischen Grimm-Totem nicht so einfach auszumachen sind. Die Allianz ist wirklich unfähig. Um ehrlich zu sein. Wollte ich eigentlich nur eine Antwort auf den Tod einer meiner Männer. Aber in diesem Falle hatte ich wohl mehr Glück, als ich erwartet hatte. Falls die Grimm-Totem sich rächen wollen, wird dies wohl durch einen Schlag gegen die Allianz passieren. Vielleicht haben wir sogar bald genügend Streitmächte, um diesen Haufen Dreck ein für alle Mal von unseren Küsten zu vertreiben. Oh, was bekomme ich? Ein Einhandschwert oder eine Brustplattenrüstung? Dann nehme ich mal die Brustplattenrüstung. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Okay. Okay, ich habe Quests in den Düstermarschen abgeschlossen und zwar 48. Ich durst auf Grog und Lust auf Schnupftabak. Wo ist Geldkassette? Ihr geht holen für Obernführer Mokmorok. Geht holen in den Süden in alter Heimat. Ich
mit Anführern von Ogern beschäftigt. Gut, Ork, ich haben Sachen arg vermisst. Ich euch jetzt mag. Belohnung wählen, das brauche ich nicht, brauche ich beides nicht, ist mehr wert, nehme ich das, oder? Nehme ich das, okay. Gut, jetzt noch zwei Quests, die ich abgeben kann, bei Tag zum Beispiel. Und, wieso wird die eigentlich nicht, wieso ist die nicht mit drin hier? Keine Ahnung. So. Ihr tötet viele der Armee, Ihr tötet viele der Armee der schwarzen Großdachen. Ihr mutiger Ork, macht Tag glücklich. Okay, wir nehmen, das Schild ist mehr wert, das können wir verkaufen. Ansonsten brauche ich nichts. Hier ist noch eine Quest irgendwo. Hier drin, ach da drin. Dratzilp. Okay. An den Herzen der und Zungen der versenkten Nachkommen der Armee der schwarzen Großdrachen kann ich erkennen, von welcher Bestie sie abstammen. Wenn wir mehr über unsere Angreifer wissen, können wir sie vielleicht besser bekämpfen und sie ein für alle Mal zerstören und die Siedlung der Steinbrecher aus den Ruinen retten. Allerdings wird es schon eine wahrhaft epische Aufgabe, Mokmorok davon zu überzeugen, seinen lethargischen Hintern aus dem Schlamm noch zu bewegen. Die Brut identifizieren. Zweifellos war es eine gefährliche Sache, diese Herzen und Zungen zu sammeln. Ich werde nun in die Tiefen des Arkanen vorstoßen, um den Ursprung der schwarzen Bedrohung zu finden, die über unsere einstige Heimat kam. Belohnung wählen. Was haben wir denn? Einen Dolch, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber diese Zweihandachse ist viel besser. Die nehme ich jetzt mal. So. Okay. Brackenwall wird nie mein Zuhause sein. Mich hier dauerhaft niederzulassen, würde nur bedeuten, die Hoffnung auf eine Rückeroberung unserer Heimat aufzugeben. Huch, was macht er jetzt? Gibt's jetzt... Ach, da gibt's eine Folgequest. Ach so. Die Brut von Onyxia. Das Dorf der Steinbrecher wurde von Onyxias Brut überfallen. Aber warum sollte die Tochter des schwarzen Drachenlohns Todesschwinge über unser Land herfallen? Es ist äußerst beunruhigend. Sicherlich wurde Onyxia aus einem anderen Grund hergeschickt, als nur eine kleine Schar von Ogern zu belagern. Verständigt Mokmorok auf der Stelle. Es muss etwas getan werden. Boah, ich kann nicht die ganze Zeit so sprechen, verdammt. So, da ist der Oberanführer. Boah, hier ist alles so weihnachtlich, verdammt. Auch schön. Ich wollte die Axt ausrüsten, die sich jetzt da unten befindet. Dass das Zweihanddings, genau so. Axt habe ich ausgerüstet, einmal bitte tauschen, so. Ha, jetzt mache ich deutlich mehr Schaden. Warum erzählt ihr mir von Drachen? Ich mag Drachen nicht. Ich mag es hier keine Drachen. Lasst mich jetzt allein, sagt Dratzilp, dass ich hier bleibe. Hier bleibe, keine schwarzen Großdrachen. Okay, der ist nicht zu überzeugen scheinbar. Der ist stur. Echt, unglaublich. So, Dratzilp. Mit dir muss ich reden. Huch. Zwei Quests, die gleich heißen. Dieser träge Feigling. Mokmorok hat Stärke gezeigt, als Rexar noch unser Anführer war. Doch kurz nach Rexars Abschied erlag Mokmorok den Verlockungen der Macht. Er führte nicht, sondern forderte. Er diente seinem Volk nicht, sondern erwartete, dass wir ihm dienen. Es muss etwas geschehen. Okay. Und Nyxias Brut wurde über ganz Drachendüster verstreut. Es dürfen auf keinen Fall weitere Welpen schlüpfen. Eilt nach Drachensumpf im Süden von Düstermarschen. Gewiss hat sie dort ihren Hort angelegt. Sucht die Eier der bösen Großdachen und vernichtet sie. Wir werden das Dorf der Steinbrecher nie zurückerobern können, wenn das Umland eine Brutstätte bleibt. Okay. Zerstört 5 Eier von Onyxia. Ich muss das wieder hier abgeben. Och nö, eh. Okay, was gibt's denn dafür? Brauche ich alles nicht. Ich breche die Quest mal ab. Oder, nee, ich breche die mal nicht ab, aber ich mache die mal nicht einfach. Und dann fliege ich mal rüber. Und, ernsthaft, ich habe genug Drachen getötet. Ich will jetzt nach 1000 Nadeln. Und ich glaube, da kommt jetzt auch nicht mehr viel, was die, nanu, da unten muss ich hin, was die Geschichte hier angeht. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr das Spiel kaufen und selber spielen. Nee, keine Ahnung. Außer ihr wollt es unbedingt wissen, dann kann ich da noch mal irgendwann nachholen. Aber muss ja nicht sein. So.
Tja, dann wollen wir mal fliegen darüber, also darüber fliegen und dann mit dem Windreiter zum westlichen Gipfel in Dings. Ja, 41,5 haben wir schon an Level 41,5, krass. Wie die Zeit einfach vergeht und wie das Leveln vor allem voranschreitet, krass. Hätte ich nicht erwartet. Bald Level 42 und mit Level 58 oder mit 60? Na, ich glaube mit 58 können wir, also mit 58 können wir schon in die Scherbenwelt. Wann wir wirklich hingehen, weiß ich nicht. Hier ist Eisen. Achso, brauche ich nicht. Okay. Na gut, brauche ich schon, aber hole ich mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt weiterfliegen direkt. So. Was liegt an? Düslix, ich muss zum westlichen Gipfel. Schön, dass ich helfen konnte. Okay, dann fliegen wir mal. Und ich trinke mal so einen langen Schluck. Ich mache mal das Interface aus. So. Kann ja auch nicht schaden. Und die Maus mal da unten hin. So. Und dann fliegen wir über die Wolken. Oder über die Berge. Hier ist es sogar recht hoch. Boah, ist das. Oh, da unten ist ein Walhai. Boah, ist das dunkel hier. Das ist, wobei es, naja, wirklich Nacht ist es aber auch nicht. Also da könnte Blizzard sich noch mehr Mühe geben mit der Nacht. Muss ich ja sagen. So. Aber schon schön hier, muss ich einfach zugeben. 1000 Nadeln. So flogen wir. Früher war das hier nicht überflutet, kann ich übrigens mal erzählen. Da war hier noch alles frei von Wasser. Jetzt inzwischen ist das alles überflutet mit, naja, Wasser halt. Womit sonst? Da war noch die schimmernde Ebene da hinten. Hier hinten war noch die schimmernde Ebene. Da war noch alles. Da war noch, ja, Ebene halt. Und ziemlich hell sogar. Was ist das denn? Ein Rare Mob. Ach krass. Der Glipsnick. Für Level 44 aber erst. Gut. Und hier ist. Oh, Gold, Gold, Gold. Na, ob ich das noch finden werde. Und Mithril. Alter, was ich hier alles finde. Ich will hier auch. Ich will hier. Verdammt. So, 1000 Nadeln. So viel zum Thema Interface ausblenden. Klappt ja wunderbar. Ach, ich habe es ja auch gar nicht ausgeblendet. Jetzt habe ich es wieder ausgeblendet. Wieso habe ich es denn eingeblendet? Hä? Ach so. Wahrscheinlich, weil ich die Karte geöffnet habe. Ach so, dann blendet sich das automatisch ein. Verstehe. 1000 Nadeln. Die schimmernde Ebene, da gab es so ein Rennen, so ein Pot-Rennen. Wie damals auf Tatooine. Bloß halt mit Goblins und mit, naja, so eine Rennbahn halt. Die wirklich, ich glaube, die soll wirklich eine Andeutung auf, huch, was ist denn hier los, ey? Eine Andeutung sein, ja, weiß ich nicht, na, soll wirklich darauf anspielen, auf Star Trek Episode 1. Auf dieses Podrennen auf Tatooine. Neise schickt euch. Gut. Oder Nüse schickt euch. Gut, wir brauchen jetzt. Wir brauchen eure Hilfe jetzt gleich. Oh, werde ich ja gleich geworfen in den Kampf. Die feigen Grimmtoten haben uns überraschenderweise angegriffen, als wir überhaupt nicht vorbereitet waren. Ihr werdet 1000 Nadeln von einem anderen Ort aus besser helfen können, Krieger. Es gehen Gerüchte um, dass die Goblins und Gnome irgendwie auf einem Dampfer in den Salzwüsten überlebt haben. Mutiger Feuermähne ist auf dem Hügelplateau zu finden. Er kann euch ein Kanu geben, um dorthin zu gelangen. Stört es euch, wenn ihr auf eurem Weg dorthin ein paar Grimmtotem für uns bekämpft? Okay, 7 Plünderer der Grimmtotem töten. Gut, das mache ich doch mal. Die zählen hoffentlich auch, ich weiß es gar nicht. Die kämpfen hier auch ewig und. Na, zählen die? Ja, die zählen, okay. Ich mache hier mal einfach Donnerknall, dann treffe ich alle. So. Okay, und dann gleich nochmal. So. Huch. Dummerweise sterbe ich dann gleich. Das ist doof. Oder? Nee, doch, geht. Geht, 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 okay. Huch, ich sollte vielleicht mal ganz kurz den Heiltrank nehmen. So, bevor ich hier wirklich noch sterbe. Das war nicht so schlau. Hey, jetzt sind gleich alle tot. Das ist ja praktisch. Kommen denn auch neue? Da hinten sind noch welche. Okay. Stirb, du Plünderer der Grimmtotem. Stirb. Wie du noch nie gestorben bist. Was für eine schlaue Aussage. Unfassbar schlau einfach.
So, wo ist denn jetzt? Da hinten ist er. 5 und 7 habe ich schon. Hier ist noch einer. Der jetzt auch sterben muss. So leid es mir tut, aber er ist, oder sie ist eine Plünderin der Grimmtoten. Ja, und sie muss sterben. So ist das Leben. Oh, ein breites Claymore brauche ich aber nicht. Ansturm und töten. So, ich würde eigentlich gerne schon ein bisschen zu Fuß da hinfahren. Also hinschwimmen, weil da unten so viel Vorkommen waren. So viel Bergbausachen. Mist. Jetzt muss ich aber tatsächlich, ja. Wie viele Quests gibt es hier eigentlich? 1000 Nadeln, wo bist du denn? 60? Echt? Krass. Hoch, Quest abgeben. Hier unten sind schon wieder Vorkommen. Mithril, da. Alles voll damit. Ach, hier drüben ist das. Da unten muss ich hin. Ach so. Ja, sag mir das doch mal einer. Okay. Warte, hier unten muss ich irgendwo hin. Da unten. Hier ist es. Das, was ich suche. Ich will eigentlich gar nicht, ich will das Mithril haben. Verdammt. Ihr möchtet ein Kanu, um nach Salzwüste zu gelangen. Die Rennbahn wurde doch komplett zerstört. Wie dem auch sei, für euren Mut werde ich euch mein letztes Kanu geben. 2 per Boot. Seid ihr bereit, Krieger? Einer unserer Kriegerhelden wird euch zu der Illusionen-Rennbahn rudern. Falls es dort Überlebende geben sollte, so werden sie eure Hilfe dringend benötigen. Möge die Erdenmutter euch mit einem Lächeln segnen. Nein, ich will nicht, nein. Fahrzeug verlassen. Ich möchte hier einmal ganz kurz abtauchen. Mithril möchte ich gern haben. Mithril, das möchte ich mitnehmen. So leid es mir tut, da werde ich wohl ein bisschen schwimmen müssen, aber es gibt hier Mithril. Ja. Und das werde ich auf jeden Fall brauchen. Da bin ich mir sicher. Oh, das würde ja ewig dauern, wenn ich hier so weiter schwimme. Ach du Scheiße. Na toll. Ich glaube, ich werde doch das Kanu nehmen. Ja, verdammt. Dabei brauche ich doch das Mithril. Ach Mann. So, kann ich nochmal ein Kanu holen? Geht das? Boah, das ist ja echt lahm hier. Boah, jetzt müsste ich fliegen können. Das wäre toll. Wenn ich jetzt fliegen könnte, wäre es viel einfacher. Dann wäre ich viel schneller da als schwimmen. Als schwimmend. Weil schwimmen, siehst du ja, dauert ja ewig. So, kann ich das Kanu jetzt nochmal nehmen? Frage ich mich. Wenn ich jetzt... Müsste ja eigentlich gehen. Ich habe es ja jetzt verlassen. Eigentlich müsste ich das ja nochmal nehmen können. Notfalls nehme ich einfach die Quest nochmal neu an. Das geht ja auch. Ich muss sie dann bloß abbrechen. So, habe ich nochmal 6 Mithril gesammelt. Hat sich voll gelohnt. So, aber immerhin. So, noch ein Boot. Okay. Huch, da steht einer auf dem Wasser. Das ist ganz seltsam. Hm. Hier ist eine Wasserhose. Ah, Mithril. Alter, Eisen. Alter, das Spiel... Das gibt's nicht. Mithril. Also, es tut mir leid. Das geht nicht. Es sind so viele Vorkommen hier. Ich kann die nicht alle... Das kann ich einfach nicht. Das geht nicht. Ich kann die nicht alle hier lassen, auch wenn es ewig dauert. Aber ich muss die mitnehmen. Siehste, Bergbau 166... Was? Inventar ist... Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich kann das unter Wasser benutzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das kann ich mal verkaufen, das kann ich mal verkaufen. Und jetzt nochmal. So. Mithril. Ich will Mithril haben. Verdammt. Auch wenn es nicht viel Sinn macht, jetzt den ganzen Weg zu schwimmen, aber... Es ist immerhin besser, als jetzt alles da stehen zu lassen. Verdammt. Ich kann das nicht alles hier lassen. Das geht nicht. Das widerspricht meinen Prinzipien. Nee, das ist so viel Mithril einfach. Das ist echt fies. Das nimmt ja auch keiner mit, deswegen ist es ja so viel. So, wahrscheinlich werde ich sowieso genug finden, aber ich habe fast die Vermutung, dass es doch nicht so sein wird. Und jetzt werde ich wohl eine ganz schöne lange Zeit schwimmen müssen. Das ist wiederum blöd. Aber ich werde auf dem Weg sehr viel Mithril finden und auch Gold und Eisen und sonst was. Und das werde ich alles brauchen. Von daher habe ich das als Entschädigung. Also ich hoffe, dass ich da einiges finden werde. Ich schwimme jetzt hier einfach mal. So, ich zoome mal ein bisschen raus. Vielleicht finde ich dann sogar mehr. Das ist alles voll mit Mithril. Und naja, jetzt... Da siehst du da schon wieder Mithril. Eisen, Mithril, alles. Alles hier. Ich kann das nicht alles da lassen. Es tut mir so leid. Aber ich muss das mitnehmen. So. Auch wenn es dadurch länger dauert und wir wahrscheinlich nie ankommen werden.
wenn es hier so weitergeht. Aber hier ist überall. Ich kann das nicht da lassen. So leid es mir tut. So, das muss ich mitnehmen. Gibt es dafür eigentlich auch EP? 260? Na, ist ja auch nicht wenig. Ja, geht. Ist jetzt nicht so viel, aber es geht. Es geht. Boah, ich würde jetzt echt gern schneller schwimmen können.